braucht es mehr, das ist der ganze Inhalt für den X-Ball. Nur der Brenner mit den Topfhaken und innen an der Topfwand ist das kombinierte Windschutz-Topfstandblech. Dann testen wir das Ganze jetzt mal. Inhalt, der Brenner und am Topf das Blech. Im Brenner sind die Topfhaken. Halben Liter Wasser. Zünden wir das Ganze. X-Ball mittig drüber stellen. Den Topf drauf. So, jetzt warten wir ab. So, das Wasser kocht jetzt. Wie sprudelt. Nehmen wir runter. Im Topf machen wir den Spiritus aus. Und jetzt lassen wir den Spiritus ein bisschen abkühlen mit dem Topf drauf, dass das Ganze nicht, der Spiritus ist ja heiß, weil sonst verdunstet der Ganze. Sonst bringt es nichts, wenn wir es löschen. Gut, warten wir jetzt ab. Den schippen wir jetzt wieder zurück. Den Rest, der drin ist, den zünden wir jetzt noch mal kurz an. Dass wirklich der letzte Rest verbrennt. Und das Vergällungsmittel vom Spiritus nicht irgendwo uns im Rucksack oder im Topf drin das Essen oder das, die Kleidung versaut. Das war's jetzt schon. Jetzt nehmen wir die Topfhaken wieder zurück. Deckel drauf. Den Ring. Wieder lösen, kleiner machen. Wenn der Topf leer ist, kommt das Ganze wieder in den Topf rein. Mehr ist es nicht. Brenner und das Windschutzblech. Und wenn ihr jetzt Tee oder Kaffee dabei hättet und nicht vergessen hättet, dann würde ich jetzt was trinken. So schüttet man einfach aus. Leider. So, jetzt zeige ich euch das. Kleiner rollen. Zack, rein. Fertig. Auf. Deckel immer dabei. Einfacher geht's doch nicht.